Hallo Leute und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Hier mit Hoti, Moti, dem Schlüsselmeister und dem Alumann, der irgendwo da draußen bei der Veranda traurig sitzt und uns helfen soll, zu entkommen. Der soll sich doch um das Auto kümmern, den Motor und was weiß ich. Jetzt gehen wir mal vors Haus, wir gucken mal, wo der Gute sitzt. Ah, guck mal, da ist er doch. So findet man definitiv ja auch raus, dass es hier noch so einen Bereich gibt. Was ist denn jetzt mit dir? Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Ja, wir wollen los. Hopp, ich habe gehört, in der Garage gibt es gratis Quiche. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Worauf warten wir denn da noch gleich? Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Ich gehe dann schon mal. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht mein Klang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Ja, worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Ja, okay. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakre bleu. So ein Pech, diese Krabbe, wie frech. Ich habe eine Vision, ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Ja, komm. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Ja, ich möchte gern wissen, wie ich denn die Steine anordnen soll, damit die dann im Gleichgewicht sind. Aber gut, ich gehe. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Ja, bis später, Peter. So, jetzt hören wir uns nochmal eben den Loki sagen. Den Loki hören wir uns an mit seinem Bruder Thor. Und dann machen wir weiter mit den Steinen. Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht, es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. Und man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Wie, das war's schon? Na gut, dann wollen wir mal. Hake. Damit verwenden. Da liegt sie auch schon. Ja. Jetzt können wir das hier wieder ändern, ne? Oder? Das scheint... Ja, jetzt ist die Frage, ob er was sagt. Oder sie was sagt. Weil er sitzt ja jetzt da und das hatten wir vorher nicht. Und ich hatte ja irgendwas erwähnt mit Monitor, auf dem Monitor gucken mit Zen und so. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn man es so einfach macht jetzt.
kommen. Da muss doch was kommen. Das ist doch schön Zen. So. So ist auch schön. Wo holen wir uns denn mal Inspiration für den Zen-Garten? Können wir das vielleicht hier beim Wachturm da machen mit dem Monitor? Ich weiß jetzt nicht, ob da was war. Wir gehen da mal hin zum Haupttor. Wir gehen da mal einfach rein, ne? Ich mag den Schrank. Wer ist da? Er merkt es ja immer. Na, warte! Da ist, ich krieg da, ist aber nichts auf dem Monitor. Da ist nichts auf dem Monitor. Hey! Wo bist du hin? Keine Zeit fernzusehen. Keine Zeit Radio zu hören. Oh nein, er kommt. Ja, Mann. Hey, da bist du ja. Ja, ja, da bin Wie ich. Wie bist du an mir vorbei? Ja. Spiel da nicht dran. Geh ja schon. Marsch, Zeug zu ja, lass ich hier nicht. Mach ich nicht. Niemals. Wir werden auch niemals entkommen. So. Man hat also nur Zeit ganz kurz. Ja, geh nach links, obwohl ich nach rechts sage. Tolle Idee. Da können wir auch nicht lang. Ist denn hier irgendwas mit. Das darf ja eigentlich gar nicht so weit weg sein, denke ich mir. Vielleicht ist da was bei der Vogeltränke noch. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Ja, das wird's sein. Jetzt verstehe ich das auch erst mit den Störchen. Was Loki da erzählt hat. So, dann gehe ich nochmal hier hin. Die Mauer muss weg. Ich sehe hier aber auch nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Da komme ich doch niemals rüber. Hm. Hier sind zwar auch Steine, aber ich glaube, das ist einfach wirklich nur der Pflasterweg und kein Tipp. Vielleicht hier nochmal da reingucken? Es scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man es öffnet. Komm, wir reden mal mit der Vogeltränke. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Das war jetzt süß. Reden wir auch nochmal mit dem Fenster. Hallo! Olaf! Felix! René! Poki! Hm. Die Programmierer scheinen zum Essen zu sein. Mal einen Schluck getrunken hier nebenbei. Ja, was. Muss doch irgendwie einen Hinweis jetzt geben. Mach sie mal nur hier dahin, wo die Kreuze vielleicht oder auch nicht. Dahin, wo die Kreise nur sind. Sein könnten. Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Wenn man die einfach mal hinlegt und Das scheint. Ach, Moment mal. Hm. Das muss natürlich so sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das ist auf allen Bildern die Steine. Auf allen Bildern müssen die Steine wahrscheinlich symmetrisch passen. Damit es auf allen passt halt, weißt du? So. Da, wo die Sonne ist, darf den Stab drauf tun. Ja, so ist auch gut. Wo mache ich die hin?
so als Pferd-Dings da hinten drauf, genau. Das passt hier aber gar nicht. Das scheint da auch nicht. Schwierig. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Auf manchen passt es halt gar nicht. Und hier kann das ja nicht nur so... Da und da und dahin. Da passt es vielleicht nicht, da vielleicht. Oder den dahin. So weit weg, ne? Von den anderen Bildern. Puh. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Da was ins Auge reintun. Und hier weiß ich gar nicht, wo ich sie hinpacken kann, die Steine. Ja, ich am besten man orientiert sich ja hier, weil hier gibt es ja nur die einen Stellen. Wenn sie wirklich nur mal dahin tut, wo... Nee, das ist irgendwie nicht so passend. Aber wie will er es denn haben? Es muss so irgendwie einen Tipp geben, oder nicht? Hey, Alu! Ah, Edna! Wie schön, dich zu sehen! Nee. Ich gehe dann schon... Bis später! Soll man das jetzt echt aus dem Kopf schaffen? Ist doch voll schwer. Ich überlege gerade, ob es irgendwo drinne was gab, was mit einem Monitor zu tun. Vielleicht habe ich das ja auch falsch überflogen beim Lesen, weil ich wollte mich auch nicht so viel spoilern. Ich hatte nur irgendwie im Zusammenhang damit was mit Monitor im Kopf. Aber vielleicht habe ich es ja auch irgendwie falsch gelesen. Theoretisch dürfte das ja gar nicht so weit weg sein, weil man das ja sich merken muss, die Anordnung. Wüsste jetzt aber auch nicht, wo wir hingehen könnten. Also das... Keine Ahnung, was da im Ausgleich... Waren da gerade Generalschlüssel als Tapete? Es würde mich nicht wundern. Ja, dann muss ich weiter rumprobieren. Ich, probiere dann mal nochmal rum. Aber es ist halt sehr schwer, finde ich. Das... Kann man mehrere Steine an einen Fleck tun? So wie hier? Weil da geht das ja. So. Das scheint mir... Sieht total unsinnmäßig aus. Vielleicht da, wo so diese kleinen Hakenstriche sind, die mal dahin packen irgendwie, wenn das geht. Das gefällt mir alles nicht.
Gibt's in den Bildern Tipps? Wegen diesen Kreuzen hier auf dem Bild? Das geht doch nicht. Das geht gar nicht. Ich weiß einfach nicht, an was ich mich orientieren soll. Ist gerade so ein bisschen wie im Speiseplan. Entweder es fehlt mir noch was, oder ich habe einfach nur ganz per Zufall noch nicht das Richtige ausprobiert. Es soll ja aber auch nicht nach Zufall gehen. Man soll es ja eigentlich verstehen, das Rätsel. Und man weiß doch nicht, was er jetzt für zen-mäßig gut empfindet. Hier. Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. In der Zen-Garten. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre. Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Pfui. Na gut, ich komme, glaube ich, nicht drum rum und es tut mir sehr leid. Bevor ich jetzt hier stundenlang rumirre, weil es sind schon 16 Minuten wieder vergangen und ich hätte es gern geschafft, in diesem Part irgendwas zu schaffen. Nochmal mir einen Tipp zu holen. Ich will jetzt nicht die Lösung angucken, ich will nur wissen, kann ich direkt hier am Zen-Garten jetzt weitermachen? Soll ich das einfach so rauskriegen anhand des Bildes? Oder gibt es hier woanders irgendwas, was ich gerade noch nicht gefunden habe? Also bis gleich. So, hallo und wieder zurück. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Und zwar komme ich hier nicht weiter, wenn ich das Muster nicht weiß. Und da habe ich natürlich total vergessen. Wir haben ja noch den Bildschirm, wo der Alu-Mann oben geguckt hat. Wo der oben stand, bevor wir ihn hier runterholten, in dem Raum von dem Professor. Ja, und da müssen wir jetzt mal hingehen. Die Frage ist, wie mache ich das denn? Ich muss ja den Wachmann ablenken, sonst komme ich vorne nicht rum. Und mal so ganz nebenbei, und ich vergesse das wirklich jedes Mal, wollte ich nochmal auf meinen Facebook-Kanal aufmerksam machen. Ich nehme mal einen Schraubenschlüssel und quietsche einfach rum. Oh oh. Wunderbar. So, da kommt jetzt. Ja. Was ist hier, Lebebe? So. Und das vergesse ich immer. Geh mal hier hin. Geh mal rein. Ja. Und zwar geht es darum, dass ich da auch schon vor längerer Zeit, es war schon im Februar, da hatte ich mal gefragt, wollt ihr nach diesem Ätna-Bericht austeil? Denn habe ich neue Augen gesehen, den zweiten Teil von Ätna-Bericht aus. Oder soll ich erstmal was anderes spielen dazwischen und dann Harveys neue Augen spielen? Also ich möchte schon auf jeden Fall den zweiten noch spielen. Es wäre ja schade, wenn ich den nie gespielt hätte, wo es doch einen zweiten Teil gibt. Und ich habe ihn auch schon. Guck mal, das ist auch direkt die Tür hier. Das ist schön einfach. Ja, oder erstmal ein anderes Zwischenprojekt oder direkt weiter mit Harveys neue Augen. Schreibt es mir doch bitte bei Facebook, falls ihr da einen Kanal habt. Könnt ihr da gerne meine Seite liken. Es ist auch immer unter meinen Videos hier verlinkt, mein Facebook-Kanal, oder oben rechts der kleine Button bei meinem Banner. Da könnt ihr gerne meine Seite liken, weil ich öfters mal solche Fragen stelle oder, ja, wie jetzt irgendwie gestern, so ein Gesprächs- und Kritik über meinen Kanal, was ich da halt gerade so denke und so. Wo ihr mir gerne auch Tipps oder Anregungen oder sonst was geben könnt. Ich verlinke da halt meistens einfach die Videos, aber es kommt halt auch immer mal was anderes zwischendurch, was viele von euch vielleicht nicht mitbekommen, weil sie da die Seite einfach nicht sehen. Deswegen mache ich da nochmal ganz deutlich drauf aufmerksam, dass ihr mir da gerne folgen könnt bei der Alexis-Seite. Also ich heiße auch bei Facebook einfach Alexis. So, und genau, das könnt ihr da gerne abstimmen. Jetzt gucke ich mir erstmal kurz den Monitor an. Ah, okay, das ist einfach nur so ein Bogen, ne? So ein Hügel. Muss ich jetzt auf die Steinarten auch noch achten? Oben ist auf jeden Fall ein Spitzer. Ich merke mir das mal. Und dann einfach nur so ein Halbkreis, ne? Das kriegen wir hin. Sieht man auch von hier, wenn man so auf den... Das findet er anscheinend irgendwie voll zen-mäßig. Dann fühlt er sich ausgeglichen. Mal gucken, ob das jetzt gleich klappt. Oh, scheiße, schon wieder so die Zeit um. Es rast so weg. Nicht nochmal. Ich weiß, was mich... Dann müssen wir hier lang... Obwohl er ja gerade nicht da ist. Kann man doch mal eben schnell den Vorderausgang nehmen. Das verstehe ich jetzt nicht. Dann wären wir viel schneller beim Auto. Beim Zen-Garten.
Wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, wie gesagt, überlegt euch, was ihr als nächstes wollt. Ein anderes Spiel nicht. Und falls ich merke, dass viele von euch ein anderes Spiel wollen und erstmal nicht Harveys neue Augen, wobei ich denke, dass jeder, der hier gerade zuschaut, will wahrscheinlich den nächsten gucken und die, die das halt eh nicht mögen, die gucken es wahrscheinlich gerade eh nicht. Aber okay, ich muss ja trotzdem irgendwo mal drauf aufmerksam machen. Ja, und wenn, wie gesagt, einige von euch dann doch lieber was anderes wollen erstmal, dann kann ich ja überlegen, was ich als Auswahl bereitstelle, so, weil das ist mir ein bisschen lieber, als dass alle willkürlich da irgendwas reinschmeißen. An Spielen. Und eine Upload-Planliste habe ich auch, Leute. Ist auch neben dem Facebook-Button. Da stehen meine ganzen Projekte drauf, die ich noch vorhabe. Nicht sortiert. Wenn man davon sagt, hey, spiel doch mal das von der Liste, dann kann ich damit auch was anfangen, als irgendein Spiel, was ich jetzt gar nicht vorhabe, jemals zu spielen. Das auch nochmal nebenbei. So, wir wollen einen Halbkreis bauen. Stimmt, hatte ich noch nicht ausprobiert. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nee, machen wir den nochmal da oben hin. So eher. Weil das sieht eher so aus. So ist gut. Das. Wie? Ist der irgendwie. Die docken sich auch von alleine so ein bisschen fest, meist so. Hä? Was will die denn jetzt? So? Das. Auch nicht. Klappt gut. Machen wir die mal so ganz nach außen. So. Auch nicht. Oh Mann, oh. Machen wir den dahin. Vielleicht so als Dreieck? Aber so sah das doch gar nicht aus. Nee, so sah das ja auch nicht aus. Es war einfach nur so ein Bogen. Vielleicht muss es mehr so nach links oder so nicht so in die Mitte. Ja, der ditschelt sich so von alleine hier fest. Das muss ja dann dahin. Sieht total doof aus. Und gar nicht richtig. Tja, und ich hatte noch gesagt, oh, ich merke mir oben Spitzen. Was will sie denn jetzt? Sieht halt auch, ja, es sieht ja auch nicht so schön rund aus. Dich mal woanders hin. Alles findest du doof und falsch. Ja, ich bin zu blöd, anscheinend einen Halbkreis zu bauen hier. Also so ein, ne? Ihr wisst schon, einen Bogen. Also die ditschen sich, wie gesagt, von alleine immer fest. So müssen sie näher aneinander. So? Das ist doch gut so. Weiß gar nicht, was sie will. Die Truller. Das sind die ganz exakt irgendwie, aber so exakt kann man es doch gar nicht bauen. Ist doch schön so. Nö. Wenn der nicht so weit außen wäre. Also hier kann ich den aber nicht hinpacken. Da fehlt wahrscheinlich nur so ein Fall, entweder weiter nach links oder sonst so eine Kleinigkeit. Wir werden es im nächsten Part sehen. Es sind schon viel zu viele Minuten vergangen, aber ich habe ja auch ein bisschen Werbung gemacht. Und dann, Leute, sehen wir uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Bis dann!